Als Zahnarzt muss man in erster Linie ein guter Handwerker sein. Das ist die Basis, auf der aufgebaut wird. Man könnte sagen, moderne Zahnheilkunde ist wie Handwerkskunst. Deshalb der Name Zahnwerk. Ich habe 2013 meine eigene Praxis gegründet, um mich selbst zu verwirklichen. Ich wollte Entscheidungen eigenständig und unabhängig treffen und meine Lebensplanung individuell gestalten. Besonders wichtig war mir meine Praxis modern, hell und frisch zu gestalten. Meine Patienten sollten sich von Anfang an wohlfühlen. Ich hatte Glück, ein Objekt in Kernsanierung zu finden. So konnte ich meine Praxis frei planen. Wir bieten unseren Patienten die neuesten Behandlungsmethoden und modernste Technik bei Endodontologie, Parodontologie und Implantologie. Die Existenzgründung war für mich auch eine Gelegenheit, mit der Zahnerhaltung einen neuen Behandlungsschwerpunkt aufzubauen. Für mich geht es darum, dass der Patient gute Zähne hat, sei es über hochwertigen Zahnersatz oder dass man die eigenen Zähne bestmöglich erhält. In meiner Praxis kann ich dieses Konzept jeden Tag aufs Neue umsetzen. Ein erfolgreiches Praxismarketing war mir auch sehr wichtig. Ich wollte, dass meine Praxis Wiedererkennungswert hat. Alles sollte aus einem Guss sein und einen modernen Auftritt kreieren. Eine gute Praxismanagement-Software ist heute zentral nach dem Behandler das Wichtigste. Wenn nicht richtig abgerechnet wird, hilft der Praxis die beste Behandlung nichts. Eine gute Organisation sorgt für langfristig zufriedene Mitarbeiter. Das spüren auch meine Patienten. Vor meiner Gründung habe ich intensiv recherchiert und mich bei Kollegen erkundigt. Charlie hat mich mit seinem tollen Service und seiner ganzheitlichen, übersichtlichen Software überzeugt. Das Programm ist aus unserem Praxisalltag nicht mehr wegzudenken. Die Entscheidung für Charlie war goldrichtig. Dank guter Abfragen und Auflistungen in Charlie weiß ich genau, wie sich einzelne Bereiche der Praxis entwickeln. So behalte ich meine Zahlen stets im Blick und kann meine Praxis auf Erfolgskurs halten. Wenn ich auf meine Praxisgründung zurückblicke, würde ich es genauso wieder machen. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich meine Praxis in Zukunft stetig voranbringen und zwar jeden Tag ein bisschen mehr. Das treibt uns alle an. Wenn meine Patienten sagen, dass sie sich wohl und gut aufgehoben fühlen, dann ist das für mich und mein Team das größte Kompliment. Dann weiß ich, dass wir alles richtig gemacht haben.